Und bei mir jetzt Andreas Wolf, der Chefredakteur vom DAX Pointer. Herr Wolf, guten Morgen. Der DAX ist gestern am Ende des Tages ja mit einem kleinen Plus dann doch aus dem Handel gegangen, 0,2%. Was für Signale, was für Impulse gibt das für die nächste Woche? Was für einen Verlauf sehen Sie im DAX für die nächsten Tage? Ja, schönen guten Morgen, Russ. Naja, gut, wir sehen jetzt eigentlich so ein bisschen das sogenannte Sommerloch. Das heißt, wir haben wenig Bewegung im DAX, weil eben zum einen stark auf die Quartalszahlen der deutschen Unternehmen geschaut wird. Das heißt, es ist eine abwartende Haltung. Auf der anderen Seite haben wir auch das Ende wiederum eines Monats, das heißt also einen Monatswechsel, und da werden die Tendenzen des Monats letztendlich etwas fortgeschrieben. Beim Juli ist das ein bisschen durchwachsen. Da wird dann aus diesem Grund auch nicht so viel Geld jetzt bis zum Mittwoch umgesetzt. Mit dem Beginn des neuen Monats, also mit dem August, also Monat August, wird dann wieder ein bisschen mehr Bewegung in den DAX kommen. Allerdings muss man natürlich berücksichtigen, dass der August ein klassischer schlechter Börsenmonat, Anführungszeichen, ist. Also von neuen Rekorden sollte man nicht unbedingt ausgehen. Heute gibt es viele Quartalszahlen und auch Zahlen aus der Konjunktur. Schauen wir uns mal ein paar Quartalszahlen gemeinsam an, und zwar die der Deutschen Bank. Auf den ersten Blick dann doch eine herbe Enttäuschung, Gewinnrückgang. Wie bewerten Sie die Q2-Zahlen? Naja, gut, dass es den Banken unter den gegebenen Umständen nicht gerade blendend geht, das ist nicht unbedingt was Neues. Und das deutete sich auch an, dass die Deutsche Bank ein bisschen schwächere Zahlen präsentieren wird. Es wird viel interessanter sein, wie die Pressekonferenz jetzt verlaufen wird, was die Deutsche Bank so strategisch vom strategischen Aufbau für die weiteren 6 bis 12 Monate plant. Und wenn man diese Entwicklung dann sieht, auch dass man die Bilanzsumme verkleinern möchte, dass man letztendlich mehr Risiken sozusagen rausnimmt aus den gesamten Positionen, dann ist es unterm Strich schon positiv. Das heißt, das wird schon eine Basis für eine bessere, für eine Wende zum Besseren gelegt einfach. Warum ist es keine Überraschung, dass es der Deutschen Bank, ja, dass sie nicht so gut performt? Gerade wenn man Richtung Amerika schaut, die amerikanischen Konkurrenten, die haben ja hier allesamt überzeugt. Das ist ganz einfach, so wie es sich jetzt ein bisschen blöd anhört. Die Amerikaner haben, was ihre Bilanzen und ihre Bilanzpolitik angeht, schon relativ früh angefangen, Klarheit zu schaffen und aufzuräumen. Also da sind schon wesentlich mehr Benchmarks drin. Zum einen, zum anderen sind sie nicht so konsequent im Rückwärtsfahren. Das heißt, man hat zum Beispiel das Investmentbanking bei weitem nicht so abgeschrieben, wie das hier in Europa der Fall ist. Wenn wir uns daran erinnern, dass UBS ja vollständig herausgegangen ist. Und auch die Deutsche Bank hat jetzt erstmal so ein bisschen populistisch erzählt, dass sie da rausgehen will und dass sie das zurückfahren möchte. Das sind allerdings Bereiche wie auch zum Beispiel das M&A-Geschäft, also die Unternehmensübernahmen und was diese Kombination halt angeht, die sehr lukrativ sind, wo die Banken eben auch zusätzliches Geschäft noch machen können. Und wenn sie dieses Geschäft eben jetzt aufgeben, dann haben sie letztendlich gerade vor dem Hintergrund, dass das Privatkundengeschäft natürlich eine ganz schwierige Situation hier in Europa darstellt, Schwierigkeiten, die Ertragskraft entsprechend nach oben zu bringen. Und man wird sich sehr stark überlegen, ob man eben diese eindimensionale Strategie, die man da ausgegeben hat, auch durchhält, oder ob man nicht gleich sagt, okay, das ist ein bisschen kurz gegriffen. Die Welt ist eben nicht, besteht nicht aus Europa, sie besteht eben aus mehreren Erdteilen, in denen die Geschäftspolitik gerade bei den Banken auch anders aussieht. Zahlen gab es heute auch von Linde. Linde bleibt auf Rekordkurs. Gut, es hilft auch ein bisschen die Übernahme von Lincare. Jetzt vielleicht diesen Sondereffekt etwas herausgerechnet. Sind die Zahlen wirklich so gut, wie sie auf den ersten Blick aussehen? Ja, also auch wenn man den zweiten Blick darauf setzt, dann muss man sagen, es ist schon überzeugend, was Linde da eben jetzt über die mehrere Jahre abliefert. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass das Umfeld, was sich auch für Linde ergibt international, nicht so ideal ist, ein bisschen schwieriger geworden ist. Und da ist die Fokussierung, die man eben jetzt vor knapp 1,5 Jahren eingeleitet hat, sicherlich sehr lukrativ bzw. zahlt sich auch aus. Wenn eben dann das konjunkturelle Umfeld es zulässt, dann wird Linde mit Sicherheit in der Richtung sogar noch bessere Profite fahren. Wie gesagt, man muss es eben mal ein bisschen abgleichen mit dem,
was der Weltmarkt momentan an Möglichkeiten hergibt. Und so gesehen hat Linde, was die Bilanz angeht, sehr, sehr gut performt. Linde hat gut performt, sehr gut performt, kann man an den Bilanzzahlen absehen. Wie sieht das oder ablesen? Wie sieht das aus bei Infineon? Auch hier gab es Zahlen, die wohl am Markt recht gut ankommen. Ja, von Infineon ist man ja, wenn man die Bilanzzahlen der Vergangenheit gesehen hat, immer eine gewisse Volatilität gewohnt, sprich eigentlich eher im negativen Sinne, dass es hier oder da entsprechend Überraschungen gegeben hat, mit denen man so nicht rechnen konnte. Kleiner Analog zur Konzernmutter in Anführungszeichen, ehemaligen Siemens. Und es sieht so aus, als wenn der Kleine oder die Kleine sozusagen jetzt besser performen kann, weil sie eben aus einigen Fehlern gelernt hat, als eben die große Mutter, die das noch tun muss. Und vor dem Hintergrund sieht man natürlich auch, dass eine anziehende Konjunktur, zum Beispiel in Amerika, diesen Unternehmen relativ stark hilft, wenn sie sich dann fokussiert haben. Das hat ja Infineon getan. Und insofern ist die Grundlage, die zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von der Strategie ausgehen, grundsätzlichen Strategie ausgehen, die Deutsche Bank noch ein bisschen vor sich hat, hervorragend aufgegangen. Also insofern muss man auch sagen, dass Infineon sicherlich mittelfristig besseren Zeiten entgegensieht und dass zum Beispiel diesen Kursaufschlag, den wir momentan haben, dass der sich sicherlich noch ein bisschen ausweiten wird. Also der Kursbereich um 8 Euro, der dürfte für Infineon dieses Jahr sicherlich erreichbar sein. Der Chefredakteur vom DAX-Bulletin, Andreas Wolf, zu einigen Zahlen aus der ersten Börsenreihe. Dankeschön, Herr Wolf. Sehr gerne. Einen schönen Tag.